Hier zeigt Fortuna sich spendabel. Der Vollmond ist immer ein Ereignis für sich. Seine Wirkung auf unser körperliches, emotionales und seelisches Wohlbefinden können wir nicht leugnen. Aber auch für all jene Menschen, die die Vorgänge am Himmel aufmerksam beobachten, bietet er mehr als nur ein sehenswertes Schauspiel. Seiner Energie kann man sich nur schwer entziehen. Er pusht uns jeden Monat förmlich zu Höchstleistungen, reinigt unser Leben von Altlasten und lässt uns hoffnungsvoll in die Zukunft, sprich den nächsten Mondzyklus blicken. Der Vollmond am 6. April hat ebenfalls wieder gute Gaben mit im himmlischen Gepäck. Diesmal sind es vor allem Menschen, die im Sternzeichen Widder, Krebs und Steinbock geboren wurden, die von seiner mächtigen Ausstrahlung profitieren werden. Nummer 1. Widder, du schaffst den Sprung auf den nächsten Level. Für die Widder könnte es ab Anfang April gar nicht besser laufen. Sie dürfen sich im allerbesten Licht präsentieren, das die Frühlingssonne auf ihre goldene Aura scheinen lässt. Alles an ihnen schreit nach Erfolg und gemäß dem Gesetz der Anziehung wird dieser nicht lange auf sich warten lassen. Der Widder hat es nicht immer auf dem Radar, wie wichtig die Außenwirkung für das Gesamtbild ist. Manchmal geht einfach sein Temperament mit ihm durch und er hinterlässt zumindest emotional eine Spur der Verwüstung bei seinem Umfeld. Seine direkte Art sorgt manchmal für Irritationen, vor allem weil er sich nicht einmal gegenüber der Chefetage und anderen übergeordneten Instanzen kein Blatt vor den Mund nimmt. Die Sterne meinen es ab April aber gut mit diesem Zeichen. Die Widdergeborenen machen dann nämlich eine ausnehmend gute Figur und können ihre Anliegen souverän und eloquent vorbringen. Privat läuft es wie am Schnürchen, beruflich erklimmen sie vielleicht sogar die nächste Sprosse der Karriereleiter. Dabei definiert der Widder seine Erfolge recht individuell. Eine bloße Gehaltserhöhung beispielsweise würde ihm nicht reichen. Er lechzt nach Anerkennung, Lob und positivem Feedback, hart an seiner Sache zu arbeiten und das mitunter auch über einen längeren Zeitraum macht ihm nichts aus. Sein Durchhaltevermögen, das ihm fälschlicherweise oft als Sturheit ausgelegt wird, kommt ihm hier sehr zugute. Alles in allem beginnt der April für dieses Tierkreiszeichen mit einer erfolgsverwöhnten Glückssträhne, von deren Nachhaltigkeit die Begünstigten und ihr gesamtes Umfeld noch lange profitieren können. Nummer 2. Krebs. Herzenswünsche gehen in Erfüllung. Der sanftmütige und herzensgute Krebs kommt im Leben immer wieder mal zu kurz. Es liegt ihm einfach nicht, mit der Faust auf den Tisch zu hauen und seine Rechte geltend zu machen. Oft gibt er sich viel zu lange mit suboptimalen Verhältnissen zufrieden und leidet beruflich und privat still vor sich hin. Der Vollmond am 6. April könnte hier nun aber der alles entscheidende Gamechanger für die Krebse werden. Seinem Schwung und Aufwind können sie sich beim besten Willen nicht entziehen. Erfreulicherweise wird es zuerst in Haus und Heim beginnen, so richtig gut für die Krebsgeborenen zu laufen. Private Durststrecken scheinen endlich überwunden und Krisen überstanden zu sein. Gerade der Krebs, der so viel Liebe und Aufmerksamkeit zu geben hat, braucht hier ganz dringend das Gleichgewicht. Die Liebe spielt nur leider oft nicht fair mit ihm. Seine Gutgläubigkeit und sein unbedingter Wunsch, in jedem Menschen zuerst das Gute zu sehen, kommen ihm dabei häufig in die Quere. Allerdings pflegt der Krebs auch Herzensprojekte jenseits der eigenen vier Wände. Er engagiert sich gerne sozial und karitativ und lässt die Welt an seiner liebevollen Fürsorglichkeit teilhaben. Im Beruf zeigt der Krebs sich oft genügsam. Ihm bedeuten Geld oder Anerkennung für sachliche Leistungen eher weniger. Trotzdem könnte es ab Mitte April sogar dazu kommen, dass sich auch im Job so einiges zum Besseren wendet. Der Krebs wird als Mitarbeiter und dienstbarer Geist oft übersehen. Er leistet das Seine, ohne großes Theater darum zu veranstalten. Doch sein Fleiß und seine Verlässlichkeit sind Tugenden, die nach wie vor hoch im Kurs stehen und niemals aus der Mode kommen. Nummer 3. Steinbock. Dein Weg liegt nun klar vor dir. Startschuss heißt es für die Steinböcke ab April. Auch sie zählen zu den ausdauernden und zähen Zeitgenossen, die niemals verfrüht die Flinte ins Korn werfen würden.
Ähnlich wie die Krebse machen sie aus ihren Ambitionen und Leidenschaften keine große Sache. Sie gehen beständig ihren Weg, der gerne steil und steinig sein darf, ganz so, wie es dem Naturell ihres Tierkreiszeichens entspricht. Es dauert manchmal seine Zeit, bis der Steinbock grünes Licht für seine Unternehmungen erhält. Dieser Umstand ist vielleicht seiner Umsicht geschuldet, die ihn erst alle Fakten prüfen und alle Optionen abwägen lässt, bevor er loslegt. Doch der Vollmond am 6. April schwenkt die Startflagge exklusiv für ihn. Der Steinbock pflegt viele Interessen und das nicht nur privat. Sein Lebensweg ist oft kein geradliniger. Er muss und er möchte sich ausprobieren. Nur so kann er seine Grenzen ausloten und sich spüren. Manchmal verrennt er sich in seine Sache, die ihn dann nicht weiterbringt, sondern blockiert und vom eigentlichen Ziel abschweifen lässt. Der Vollmond ist in solchen Phasen der Neuorientierung der ideale Sparringpartner für die Steinböcke. Er bringt Klarheit, befeuert ihre Leidenschaften und sorgt für den nötigen Rückenwind. Dies gilt manchmal auch für das Privatleben des Steinbocks. Sich einen Menschen unbedingt einzubilden bedeutet noch lange nicht, dass diese Zweierbeziehung auch Zukunft hätte. Er tut sich schwer mit der Vorstellung, nicht immer durch Beharrlichkeit ans gewünschte Ziel zu kommen. Manche Menschen muss der Steinbock ziehen lassen, um anderen Platz zu machen. Unser heutiges Fazit: Aufwärtstrend dank Frühlingsvollmond. Der Vollmond am 6. April wird uns Menschen einmal mehr nicht enttäuschen. Auf ihn ist stets Verlass und daran kann nichts und niemand etwas ändern. Für die drei Sternzeichen Widder, Krebs und Steinbock bringt er diesmal Auftrieb und Schwung der besonderen Art mit und das in praktisch allen Lebenslagen. Wie immer gilt jedoch, die Mächte des Himmels sind immer nur so gut, wie wir Menschen auf der Erde es ihnen ermöglichen. Von nichts kommt nichts und nicht einmal der mächtige Vollmond oder die Magie der Sterne können Himmel und Hölle für uns in Bewegung setzen, wenn wir selbst keinen Beitrag dazu leisten wollen. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.